Jojo Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, werde ich heute Intermezzo testen. Das ist in Ibbenbüren. Einige von euch haben mir das empfohlen und sogar Radio RST war hier und hat es als den besten Döner hier im Umkreis von Ibbenbüren gekrönt. Und da bin ich natürlich neugierig und hellhörig geworden. Wir werden das Ganze mal abchecken. Hier ist auch schon ein bisschen was los. Let's go, lass reingehen. So, jetzt bestellen wir. Also, Chef, ich habe den Chef schon vorhin Hallo gesagt. Sag mal deinen Namen für die Leute. Abdullah Kinsey. Ne? Also, ich nehme den klassischen Döner, nämlich. Soll ich mit Gemüse oder ohne? Ich würde mit Gemüse empfehlen. Weil da steht, solange der Vorrat reicht. Ich glaube, das ist wir was haben, Besonderes bei euch, da, ne? Ja, wir haben genug da. Mit Hähnchen oder Kalb? Was soll ich nehmen am besten? Ich würde Kalb empfehlen. Mit Kalb? Okay, genau. Machen wir das so. Kalbdöner, Gemüse. Mit der Intermezzo-Soße. Leicht scharf, doch, ja. Das sind ja. Der Chef ist ein bisschen so aufgeregt. Aber es ist okay, es ist vollkommen okay. Wir haben jetzt nicht so viele Gerichte, ja. Aber dafür dann halt irgendwie von allem ein bisschen. Kommen wir direkt mit. Das ist also Pasta-Ecke, da haben wir die ganzen Gewürze. Hier sind die Pasta-Zutaten, okay. Alles. Das ist also, wir sind schon gut dabei. Ja. Also hier quasi so die Pasta-Ecke und genau. Hier macht die Pizza, ne? Pizza machen wir. Und hier dann Döner. Was machen Sie gerade da? Das ist eine Pizza-Brötchen. Ah, okay. Oder manchmal nennen die auch Pizzaschnecken. Ja. Das ist immer natürlich schön für die Leute anzugucken. Ich habe den ganz normalen Kalbdöner bestellt. Machen wir mit normalem Brot, haben die, glaube ich, dann mit Gemüse. Bin sehr, sehr gespannt. Also das ist hier sehr strukturiert und geordnet, wie ihr das sehen könnt. Hier haben die so eine Station, wo die Pizza machen. Hier haben die Station, wo die Nudeln machen, die italienische Nudeln, Pasta. Und da vorne ist quasi so die Station, wo die Döner und so zubereiten. Also das hat hier wirklich Struktur und das feiere ich schon mal. Da packt das gerade drauf. Efendim? Dönerbrot olmadı ama. Niye? Bilmiyorum yani. Dönerbrot ein bisschen... Ach, Dönerbrot. Dönerbude. Bude. Bude birazcık daha böyle... Doğru, ja, ja, ja. Wir sind schon... Restaurant, ne? Ja, nicht ganz Restaurant, aber Pizzeria könnte man nennen, aber Dönerbude, die sind dann wieder... Wir haben ja auch vor kurzem renoviert, ne? Ja, ja. Kernsanierung gemacht hier. Kernsanierung? Kernsanierung gemacht haben wir ja. Ja. Komplett alles raus, okay. Komplett alles erneuert. Ja. Okay, er hat sich ein bisschen angegriffen gefühlt, kann ich aber verstehen. Das ist so, ich habe ja gerade Dönerbude gesagt, aber das ist schon mehr gehobener und er hat auch vollkommen recht. Jetzt wenn wir uns hier umschauen, wie ich gerade gesagt habe, ne, so eine Station, wo die Pasta machen und da die Pizzastation. Ja, okay, den Punkt gebe ich Ihnen auf jeden Fall, da hat er recht. Ich hätte mich auch angegriffen gefühlt, wenn ich gesagt hätte, Dönerbude. Ich sag's nur, also, du hast ein Video, ich weiß nicht, was du hast, aber das ist... Okay, der Gerät. Der Gerät. Habt ihr das auch neu? Ja, alles neu. Alles neu? Alles neu, alles, was du siehst, neu. Ja. Alles, komplett, von A bis Z. Ja. Ah, interessant. Wie lange hattet ihr zu? Wir haben 2,5 Monate zugemacht. Hm. Alles neu. Sehr interessant. Welchen magst du denn? Welchen wollen wir machen? Knoblauch, Cocktail, Tzatziki, Yuppie-Soße und Haussoße, Intermezzo-Soße. Ja. Intermezzo. Was passt noch gut zu Intermezzo? Also Intermezzo-Soße ist schon Geschmack ganz anders. Die beiden würden zusammen passen, Knoblauch-Cocktail. Und Intermezzo lieber alleine, sagst du getrennt? Lieber alleine, aber wenn du was anderes magst, so wie Knoblauch, ja. Kann man auch malen. Dann mach nur Intermezzo, mach nur Intermezzo. Intermezzo, ja. Oder Knoblauch-Intermezzo. Passt auch. Tamam. Passt auch, wenn du magst. Doch, mach Knoblauch und Intermezzo. Das Ding anfassen, also das wird sehr unkultiviert.
Ich habe mich jetzt hier in die Ecke gesetzt, weil hier ist jetzt, bei meinem Weg ist eine Schulklasse reingekommen. Jetzt machen wir uns hier gemütlich hier in der Ecke. Morgen sind ja Ferien, deswegen sind Schulklassen unterwegs. Ich dachte so, gegen Mittag hätte ich meine Ruhe. Aber Leute, wie soll ich das Ding denn essen? Das ist größer als mein Kopf. Ist das normal? Schreibt es mal in die Kommentare. Muss ich mal ein Undercover-Test hier machen? Oder ist das normal? Okay, let's go. Fleischtest? Mhm. Ich muss noch mal reinbeißen. Das Brot gefällt mir richtig gut, weil es hat so eine Sandwichform, nicht so ein Fladenbrot. Das feiere ich nicht so sehr. Schön kross. Sorry wegen der Geräuschkulisse. Aber hier ist eine komplette Schulklasse drin. Ich kann leider nichts dagegen machen. Komm, wir beißen nochmal rein. Hier ist schön Gemüse. Der Döner kostet 7,90 Euro. Vollkommen okay. Fleischgeschmack auch wirklich. Das ist alles so eine Einheit. Ich schmecke irgendwie alles. Ich schmecke das Gemüse, die Soße, das Fleisch, Salat. Petersilie hat er oben noch drauf gemacht. Feta-Käse ist drauf. Die Zitrone kommt gut zur Geltung. Also, das ist eine Einheit, Mann. Das ist richtig gut. Hätte ich niemals gedacht. Niemals. Ich muss das wirklich sacken lassen. Ne? Ich werde den mal jetzt in Ruhe aufessen. Ihr hört es die ganze Zeit. Hier ist ein bisschen. Also, hier ist viel zu laut. Das kann ich in Ruhe reden. Ich habe auch keinen Bock dann zu reden, weil ich habe das Gefühl, ich rede gegen die Lautstärke. Und das ist unangenehm. Deswegen esse ich es in Ruhe auf und gebe dann später draußen ganz in Ruhe meine Bewertung. Okay? Okay. Ich mache wieder den Christian Rach. Großer Chef, da ist er. Wow. Was hat es geschmeckt? Sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, so Osnabrück sind gut. Sorry. Okay. Sind top in der Umgebung keiner so. Kulti-Kebab oder so zum Beispiel. Aber der ist da richtig stark. Ist das Bullenfleisch? Bitte? Ist das Bullenfleisch? Bullenfleisch. Oder was ist das, für ein Fleisch? Das ist Jungbulle. Also Jungbulle, ne? Ich habe es gemerkt, das ist so leicht nussliche Note, so irgendwie hat das. Und wir haben auch direkt Döner-Kebab, aber da ist jetzt keine Mischung oder wie auch immer. Ja. Das ist wirklich Döner-Kebab. Ja. Hat mir sehr, also hat mir sehr gut gefallen. Es ist leider voll, sonst könnte man noch irgendwo quatschen. Ich will euch nicht lange aufhalten, hier ist wirklich Betrieb. Kaum Dankgeld in der Schulklassen, wirklich. Auf jeden Fall danke dafür. Sehr gerne. Ich der sehr kostet gefreut. Jetzt so wie er war 7,90 Euro, genau, oder? Genau. Boah, also das ist echt eine Portion für zwei Tage, jetzt ohne Witz jetzt. Und ich kann viel essen. Also das war top. Ich freue mich. Hat mir sehr gut gefallen. Euch noch viel Erfolg. Ich muss noch einmal zahlen. Danke, dass du hier warst. Ja, kein Problem, alles gut. Wow, also hier ist viel los. Ihr seht das gerade, hier sind Schulklassen. War mein Pech. Aber egal, wir ziehen das so durch. Ah, raus aus der Geräuschkulisse. Hohe Geräuschkulisse. Alter, was ist denn das für ein Laden, Mann? Niemals hätte ich gedacht, dass sowas in Ibbenbüren. Guck mal, mein Maßstab ist zum Beispiel Kulti-Kebab. Das ist für mich Osnabrück. Maßstab, wenn es um Kalbdöner oder so geht. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass in der Umgebung jetzt so Ibbenbüren, Rhein oder sonst was annähernd irgendwie da drankommt. Aber Intermezzo, das kann ich schon mal so raushauen, spielt auf jeden Fall in derselben Liga mit. Ob es jetzt besser ist oder nicht, ist immer schwierig zu vergleichen. Kommen wir nun zur Bewertung. Also ich habe Intermezzo in Ibbenbüren getestet. Normalerweise halte ich mich relativ kurz, wenn ich jetzt eine Bewertung mache am Ende. Aber jetzt muss ich ein bisschen mehr erzählen, weil ihr habt es ja gehört drinne, die Geräuschkulisse war einfach viel, viel zu laut. Eine Schulklasse war da bei meinem Pech und dann konnte ich halt nicht so viel reden. Beziehungsweise habe ich das so ein bisschen geskippt. Also fangen wir von vorne an beim Brot. Also das Brot fand ich sehr, sehr gut, war schön knusprig getoastet und hatte so eine ovale Form. Darauf, das feiere ich viel mehr, als wenn das so ein Dreieck ist, so eine Dreieckform. Kann man eigentlich nicht meckern, ist nicht zerfallen am Ende, sondern stand geblieben, knusprig gewesen, innen fluffig, gut gematcht mit der Soße, Punkt. Das Fleisch, mir ist so eine nussige Note direkt in den Geschmack gekommen und dann wusste ich, okay, das muss Jungbulle sein. Das war auch so, ich habe den Chef nochmal gefragt. Er sagte, ja, ist Jungbulle und von der Qualität her hat man auch schon gemerkt, dass das über dem Standard war. Also definitiv über den Standard kann ich so raushauen. Salat hatte ich alles drauf. Ich habe zur Überraschung Gemüse gehabt. Ich bin eigentlich kein Fan davon, wenn ich, also Gemüsedöner ist natürlich immer Geschmackssache und ich bin
eigentlich kein Fan davon, weil ich finde, dass dieses frittierte Gemüse, das Brot, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Soße mit dem Brot so etwas verfälscht, sage ich mal. Das verdünnt den Geschmack, meiner Meinung nach. Dann hast du, wenn es nicht gut frittiert ist, zu viel Fett in dem Döner. Und das mag ich nicht, aber hier hat es gut gepasst. Es war noch so an der Grenze für meinen Geschmack. Und konntest du so gut genießen. Ich habe den Döner weggeatmet, würde jetzt Daniel sagen. David, Daniel. Ich habe den Döner weggeatmet. Geschmacklich wirklich top gewesen. Und boah, wenn ich ein Ranking, bin ich eigentlich kein, also ich bin kein Fan davon, eine Zahl zu geben. Ich sag immer, empfehle ich definitiv weiter. Oder kann man hingehen oder na, lieber vermeiden. Und Intermezzo in Ibbenbüren ist definitiv ein Besuch wert. Das war's auch mit dem Video, Leute. Denkt daran, das Video zu liken, ein Abo dalassen, kostenlos. Kommentieren, ob ihr schon mal da wart, wie ihr das findet. Und wir hatten ja jetzt vor kurzem auch einen Umbau. Für ein paar Monate hatten die geschlossen. Und die haben auf jeden Fall ein Comeback gefeiert. Ich habe es abgecheckt. Und sogar Radio RST, wenn ich mich nicht täusche, war da. Die haben es sogar als den besten Döner hier in der Umgebung bewertet. Und das muss man dann natürlich testen. Checkt es gerne ab. Und jetzt sage ich, bis zum nächsten Video. Kuss geht raus.